Ist das Ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Oh, also gut. Ich kann dir nicht helfen, Sebastian hat recht. Erst ermutigen wir ihn, das zu nehmen. Und jetzt habe ich diese Entscheidung. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Okay. Jo. Achso. Völlig verwirrt gewesen. Warte mal, ich wollte was gucken. Bombarda! Depulso! Revelio! Weil das nehme ich noch was. Wie kommen wir da denn hin? Bombarda! Keine Ahnung. Naja, egal. Da liegt noch was. Meins. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Ha? Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ist aber auch noch was. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Wie kommen wir da denn rein? Revelio. Ist hier irgendwas? Akio. Kommt man hier denn rein? Naja. Was war hier? Achso, hier war der Ausgang. Man kann ja später nochmal reingucken. Um zu schauen, was hier ist. Beziehungsweise, wie man da hinkommt. Bombarde. Nö. Was sind das für Symbole hier ständig? Naja.
Wie gesagt, schauen wir später mal nach. Wenn ich da dann noch dran denke. Wahrscheinlich werde ich sie wieder vergessen. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Tja. Er kommt uns ja hinterher, ne? Weil wir dürfen nicht fliegen. Okay. Wir müssen laufen. Beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht. Aber ja. Kann man trotzdem machen. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Das meine ich ernst. Brauche ich ja erst jede Woche wieder was zu essen. Mhm. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Das sieht gar nicht gut aus da gerade. Oder sieht das einfach nur so aus? Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Das sag ich doch. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Bombarda! Confringo! Imperium! Also gut. Protego! Levioso! Ganz einfach. Confringo! Confringo! Autsch. Du wirst mich nicht aufhalten. Bombarda! Bombarda! Confringo! Wir müssen kämpfen. Confringo! Zack. Zack. Fuck. Das war der falsche Griff. Imperium. Ja. Stufe. 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 Und weg mit dir. Die sind noch so viele, ey. Autsch. Junge, was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hättest ihn auch wegschicken können. Also durch die Gegend fliegen lassen können. Es war nicht viel Zeit zum Handeln. Aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen. Mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Okay.
Aber ich sammle erstmal die Sachen auf, die hier rumliegen. Revelio. Was haben wir hier noch? Hier liegt echt so ein bisschen was rum. Tränke, die ich eh nicht mitnehmen kann, alles klar. Dünn, 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 dünn. Was war das denn für ein Geräusch eben? Na egal. Gut. Dann sprechen wir mal mit seinem Onkel. Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte unbedingt Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie, nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Okay. Jo. Jetzt sollen wir zu Sebastian zurück. Wahrscheinlich, ne? Erstmal gehe ich was gucken. Zumindest die Häuser plündern. Alohomora. Hallo? Da. Okay. Offen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Oh, nice. Wie war das nochmal? So war das. Du gehörst mir, Demigeis. Dann holen wir uns den erstmal. Gut. Hier haben wir die Truhe noch. Revelio. Ist hier noch mehr, weil er zeigt hier immer noch was an. Vielleicht draußen? Ja, draußen. Okay. Hier. Das brennt noch. Kommen wir denn da hoch? Ging das auch so? Oder so? Warum geht das denn gerade so? Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Warum? Hallo? Hörst du mal auf? Revelio. So. Erstmal wirklich nochmal plündern. Warum hat es denn gerade geruckt? Warum ruckelt das hier denn zwischendurch jetzt? Alohomora. Ich hab keine Ahnung. So. Das ist offen. Da haben wir die eine. Revelio. Ist hier kein Demigeist mehr drin? Wäre schön. Naja. Da war die Tür.
Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, ne? Nope. Wer war das? Ach, das verlorene Kind, okay. Hogwarts. Wo ist er denn da? Irgendwo wieder sonst, wo wir ihn dann erstmal suchen müssen. Naja. Ich glaube, das ist besser, wenn wir nach draußen reisen. Aber warum hat die verworfene Frames eben schon wieder? Aus irgendeinem Grund hat er auch 10 GB von der Grafikkarte genutzt. Naja. Benutzt mal den Weg dafür. Achso, wir sollen hier rein. Ne? Warum holst du nicht einfach einen Schnatz von drinnen? Wie ich schon sagte, ich kann einen verwandeln. Ich habe es gesehen. Es stimmt. Hol uns gleich einen Schnatz. Nonverbale Zaubersprüche sind schwer. Und riskant. Das kriegst du niemals hin. Okay. So. Dann gehen wir mal zu ihnen hin. Ich weiß halt nur wieder nicht. Achso, die Krypta. Ich sollte auch gleich richtig lesen, ne? Und das Richtige nutzen. Naja. Revelio. Wo ist denn die Truhe? Keine Ahnung. So. Dann machen wir das einmal fertig. Rein da. Schade, dass wir da keinen Reisepunkt drin haben. Sollen wir mal rein müssen. Hallo. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ja. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst.
Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Okay. Dann haben wir jetzt trifft Sebastian mit dem Aussichtspunkt. Okay, dann reise ich hin. Die nächste Aufgabe mit ihnen. Aber wenn man einmal wieder ordentlich drin ist, dann geht das sogar. Mit dem Kämpfen auch. Wer hier wohl wohnt? Das fragst du jedes Mal. Hallo. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Unauffällig bleiben? Meinst ich du so? Ich leiser sein als ein Jobbernoll. So, Moment mal. Ich mach die wieder raus. Da vorne sind sie. Geh du voran. Schon bald werden wir das nächste behelfen. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Ranrocks Anhänger meinen es ernst. Petrificus Totalus. Hallo? Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Schön für dich. Gehst du auch wieder weg? So. Wenn ich Fig oder dieses Kind wiedersehe, bekommen sie, was sie verdienen. Ja. Revelio. Okay. Petrificus Totalus. Wer ist da? Niemand. Hier ist niemand. Wieder voll weggesprengt. Der Angriff ist geil. Ich mag den Angriff. Petrificus Totalus. Tja. Ranrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Mega Powertrank. Revelio. Haben hier noch was? Dann Mega Powertrank. Na gut. Ah, da war noch. Achso, Mega Powertrank war es auch. Alles klar. Eigentlich muss ich mal in den Raum der Wünsche wieder zurück. Das läuft aber gut.
Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Ich dachte eben, eigentlich hätten wir auch hinfliegen können. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Das wäre eine gute Mahlzeit. Aber geht ja nicht bei so einer Mission wieder. Wir werden gleich erwischt. Wetten? Petrificus Totalus! Hey, reich mir mal den Feuerwhisky! Du musst lernen zu teilen! Bisschen aufmerksam bleiben. Und entdeckt bleiben. Revelio. Hallo? Bring mir einen Dutzend. Petrificus Totalus. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Tun sie das? Was war das? Gar nichts. Wer ist da? Ist keiner. Hallo? Ist niemand. Du bist zum Sterben. Lumos. Was? Konfringo. Das war doof. Naja. Hä? Hat er nicht Leviosa auf ihn gemacht? Konfringo. Konfringo. Expelliarmus. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Habe ich mich treffen lassen, ey. Naja, was soll's. Haben genug so ausgenockt. Im Schatten. Aber erstmal nehmen wir die Sachen auch wieder mit. Ausrüstungsplatz ist voll. Nice. Nice. Ich hätte echt erstmal in den Raum der Wünsche gehen müssen, ne? Zerstören wir die Dinger, ist egal. Okay. Erhebliche Hütte für Rate der alten Magie. Achso, die habe ich sogar angehabt. Okay. Das war so. Und so. Oh, wieder Platz. Ja, nee. Minus 12. Ja, das geht eigentlich. Obwohl, komm, ich pack die an. Ist egal. Wir haben noch das. Ich weiß, ihr könnt die Sachen verkaufen, aber gerade. Nö. Das kann weg. Das kann weg. Das auch. Ich hätte wirklich verkaufen gehen sollen, einfach. Naja. Noch nicht mein Level, ne? Und das ist scheiße. Was haben wir hier noch? Kann weg. Da müssen wir gucken. So. Komische Brille.
Mega-Power-Trank. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, recht so. Ja, ist ja nicht schlimm. Kennen wir ja schon, ne? Die ganzen Spinnen ständig.